fünf Türen der regiolokalen Kirchenentwicklung. Was hinter dem Konzept der regiolokalen Kirchenentwicklung steht, das werden wir in einem weiteren Format mal noch ausführlicher erklären. Wichtig an der Stelle ist nur zu verstehen, das ist ein Konzept, das davon ausgeht, dass die lokale Präsenz von Kirche, also die Gemeinde vor Ort ganz nah bei den Menschen, genauso wichtig ist wie die regionale Ergänzung von Kirchengemeinden. Also nicht regional stadtlokal, sondern regiolokal. Die fünf Türen, die wir Ihnen jetzt vorstellen möchten, die sind entstanden in unseren verschiedenen Beratungsprozessen der Gemeindeakademie in den letzten Monaten und Jahren. Wichtig für Sie vielleicht noch zu wissen, dass das völlig unabhängig entstanden ist von dem Beispiel, was Sie jetzt gerade gehört haben. Fünf Türen. Sie sehen erstmal am Rand der Sozialraum. Das Gemeinwesen, davon haben wir gerade schon gehört, da sind die Kirchengemeinden immer in Kontakt und verknüpft. Und das ist wichtig, das von Anfang an gut im Blick zu haben. Und auf der anderen Seite steht der Dekanatsbezirk, auch das eine Größe, die unterschiedlich wichtig ist in verschiedenen Prozessschritten. Die fünf Türen, ich nenne sie erst mal kurz und danach gehen wir jeweils auf jede einzelne Tür noch mal ganz kurz ein. Die Grundidee ist, dass man durch verschiedene Türen in das Thema regionale Zusammenarbeit einsteigen kann. Eine Tür, das sind die Ressourcen. Die nächste Tür ist das Thema Person, Team, Gremium. Dann die ganz unterschiedlichen Aufgaben, die vor Ort in den Gemeinden und in den Regionen da sind oder die erst identifiziert werden. Dann das Thema Struktur, Rechtsform und schließlich das Bild von Kirche oder den Auftrag, den wir als Kirche wahrnehmen. Und dann steht in der Mitte ganz groß und fett Start with Why. Die Erinnerung daran, immer wieder zu fragen und damit anzufangen, wozu wollen wir als Kirche eigentlich da sein? Warum soll es auch in Zukunft noch Kirche geben? Und das fanden wir jetzt bei dem, was ihr uns vorgestellt habt, sehr spannend, dass da genau eine Frage am Anfang stand, die in unseren Ohren so ähnlich klingt. Diese Idee, anders Kirche sein zu wollen. Und diese Frage, wie kann das gelingen, dass wir anders Kirche sind? Das war bei euch ein Ausgangspunkt, ganz eng verbunden mit dem Bild von Kirche vor Ort. Start with why. Das steht deshalb auch in der Mitte, um immer wieder einen Fokus zu haben und immer wieder in den verschiedenen, zum Teil ja auch komplexen Prozessschritten daran erinnert zu werden, dass es diese Art von Orientierung brauchen wird. Wozu wollen wir eigentlich da sein als Kirche? Jetzt springen wir rein in den Bereich der Ressourcen als erstes. Da haben wir schon einiges gehört. Eine Sache ist der Landesstellenplan, der sicher in den letzten Monaten viele von Ihnen beschäftigt hat. Es war spannend gerade zu hören, dass das natürlich oft mit Reduktion zu tun hat, dass das auch oft dann dadurch ein leidvolles Thema ist, dass weniger Stellen da sind. Bei euch hat es aber auch dazu geführt, nochmal zu überlegen, wie können wir das, was wir haben an Stellen, möglichst gut und sinnvoll verteilen. Und dann gibt es noch viele andere Ressourcen, die auch im Blick sein sollen. Die Kooperationsmöglichkeiten im Sozialraum, auch da haben wir was dazu gehört. Bis dahin, dass natürlich auch die EU ein Sozialraum ist, in dem wir unterwegs sind. Da gab es für euch Ressourcen, finanzielle Mittel. Die Immobiliensituation ist gut in den Blick zu nehmen. Es gibt Ehrenamtliche, die ganz verschiedene Kompetenzen mitbringen. Die Finanzsituation, klar. Neue Ideen sind eine ganz wesentliche Ressource, wenn es um Veränderungsprozesse geht. Und sicher nicht zuletzt, aus welchen geistlichen Ressourcen schöpfen und leben wir eigentlich? Welche Energiequellen stehen uns da zur Verfügung? Wir haben da bei euch schon einiges davon gehört, mit welchen Ressourcen ihr arbeitet und welche Ressourcen auch im Laufe der Zeit sich für euch erschlossen haben.
Ja, die erste Tür. Zum Teil seid ihr durch diese Tür hineingegangen oder an dieser Tür vorbeigekommen. Und jetzt gehen wir weiter zur nächsten Tür, Person, Team, Gremium. Und da übergebe ich wieder an dich, Veronika. Ja, auch da war sehr schnell deutlich, dass es sofort Auswirkungen hat, wenn sich verschiedene Kirchengemeinden zusammentun, auf die Art der Zusammenarbeit, auf die Art, wie man da sein ursprüngliches Berufsbild lebt. Also es ändert sich schlicht und ergreifend was in der Rolle als Hauptamtlicher, wenn ich künftig im Team arbeite. Und das ist nicht zu unterschätzen, diese Veränderung im Berufsbild, die muss, glaube ich, tatsächlich in diesen Prozessen gut bedacht sein, weil aus dem Bild heraus, ich bin der Pfarrer, der geschäftsführende Pfarrer, die geschäftsführende Pfarrerin, hin zu einem, ich bin Mitglied in einem Team, da ist ein wirklich großer Unterschied drin, den man im Innersten kapiert haben muss. Und von daher gehören diese Fragen der Teambildung unbedingt dazu. Was bei euch an anderen Punkten auch ganz klar da war, also die Frage der Gabenorientierung, dass die eine große Rolle gespielt hat, dass die auch als Chance gesehen wird, um also jetzt mal Team nicht nur so zu verstehen, da arbeiten jetzt Menschen zusammen, die irgendwie gut miteinander können, sondern die bringen verschiedene Gaben mit und bringen die zum Gelingen der gemeinsamen Aufgabe, des gemeinsamen Auftrags ein. Das ist sozusagen die Blickrichtung, in der es bei der Teamentwicklung hingehen muss. Das hat auch Auswirkungen selbstverständlich auch auf das Zusammenarbeiten der Berufsgruppen. Bei euch war auch die Frage, wie organisiert sich ein Team, damit Freiraum für das Neue entsteht, ganz stark. Und letztlich braucht es dann am Ende auch da wieder die Umsetzung in ganz praktische Aufgabenbeschreibungen, indem man nämlich miteinander versucht, zu Dienstordnungen zu kommen, die das abbilden, wer jetzt wirklich was verantwortlich übernimmt, damit sich auch alle gut aufeinander verlassen können und dass vor allem also auch der Ausgleich der Arbeitszeiten zwischen den Menschen, die zusammen in einem Team auch in unterschiedlichen Berufsgruppen arbeiten, dass das dann auch möglich ist. Also der ganze Prozess des gemeinsamen Dienstordnungserstellens ist ein wichtiger Teilschritt in der regionalen Zusammenarbeit. Das ganze Zusammenarbeiten von Menschen passiert natürlich jetzt nicht nur auf der Ebene der Hauptamtlichen, sondern auch bei der Ehrenamtlichen. Also die Frage, welches Leitungsgremium passt da gerade, zum Beispiel die Frage nach einem gemeinsamen Kirchenvorstand oder nach dem Kirchenvorstand zwischen 2 von 3 oder wie auch immer, die stellt sich natürlich genauso mit ähnlichen Fragestellungen, die ein verändertes Bild von Zusammenarbeit bewirken. Also ein Thema, eine Tür, die immer wieder eine Rolle spielen wird. Die nächste Tür ist die Tür der Aufgaben, die vor Ort identifiziert werden. Da gibt es die unterschiedlichsten Beispiele, das können wir ganz schnell machen, weil Ihnen das alles bewusst ist über Gottesdienste, Familien. Bei euch habe ich sehr stark gehört, dass ihr die Aufgabe der Öffentlichkeitsarbeit als ganz relevante Aufgabe am Anfang schon identifiziert habt. Auch da wieder die Frage, welche Aufgaben gehen eher in den verkündigenden Bereich, wo geht es eher um eine Vernetzung im Sozialraum? All das, was einem da einfällt und dann immer wieder die ganz wichtige Frage, wo kommt eigentlich Platz, wo kommt Raum für Neues her? Das habe ich bei dir, Markus, ganz deutlich gehört. Wo könnte Luft entstehen, dass ich das machen kann, was ich vielleicht schon ganz lange in meinem Berufsleben gern machen würde? Und da wird immer wieder auch die Frage auftauchen, was können wir weglassen? Weglassen nicht nur um des Weglassens willen, sondern auch um Raum zu schaffen, damit was Neues entstehen kann. Damit was Neues entsteht, braucht es Freiräume, braucht es Spielräume. Aufgaben, die dann gemeinsam angegangen werden können, mit dem Fingerspitzengefühl genau zu überlegen, was können wir sinnvollerweise gemeinsam machen und wo ist es noch nicht dran, die Dinge gemeinsam anzugehen. Die Tür der Aufgaben. Ich mache mal weiter mit der Tür der Struktur und Rechtsform.
Wenn Sie sich an das Puck-Dreieck erinnern, da haben wir im Puck-Dreieck immer gesagt, also es lohnt sich, von den Menschen her zu denken und vom Auftrag her zu denken und daraus abzuleiten, die passende Organisationsform. Also in welcher Organisationsform kann Kirche vor Ort ihrem Auftrag und den Menschen am besten gerecht werden? Das ist die Grundfrage. Und ein bisschen, finde ich, ist das in dem Beispiel von Richard und Markus auch deutlich geworden. Also das hatte was Nachrangiges. Also wir müssen jetzt irgendwie schaffen, dass wir überlegen, wie wir dieses Projekt gemeinsam weiterbringen, wie wir diese gemeinsame Aufgabenverteilung hinbringen. Also brauchen wir ein Konstrukt, was uns hilft, da jetzt in die Gänge zu kommen. Und dann kam die Idee von den Hauptausschüssen. Jetzt gibt es aber auch bei den Strukturformen noch ganz andere Möglichkeiten. Die meisten von Ihnen dürfte Ihnen vertraut sein. Also wenn Sie da die obere Spiegelei-Reihe mal anschauen, dann ist das linke Bild, das würde jetzt stehen für eine gemeinsame Kirchengemeinde, also was man landläufig mit dem Begriff Fusion beschreibt. In der Mitte hat man also die Form der Pfarrei, wo also die Rechtsform der Pfarrei ermöglicht, dass eigenständige, selbstständige Kirchengemeinden zusammenarbeiten. Und ganz rechts, was so dieses Gestrichelte drum hat, da hat man so die offenere Form des Kooperationsvertrages, so wie ihr da in eurer Region auch eingestiegen seid. Und dann gibt es natürlich eine ganze Reihe von Fragestellungen, die da dranhängen. Also eben, wo kann man am flexibelsten Stellen zuordnen und auch, wenn man Reduktionen verschmerzen muss, wie kann man das am besten neu ordnen? Da bietet sich deswegen die Pfarrei deswegen ganz oft an. Die Frage nach dem gemeinsamen Kirchenvorstand, nach dem gemeinsamen zentralen Pfarramt muss zusammenstimmen mit der Rechtsform und bietet natürlich dann auch Synergien, was ebenfalls auch ganz oft eine Frage der Struktur ist. Kommt man zu einer gemeinsamen Kita-Geschäftsführung? Das ist oft jetzt nicht so sehr auf der Ebene der Region, sondern auf der Dekanatsbezirke angeordnet. Und wie organisiert man das also bis in die rechtlichen Fragen hinein, also indem man Kooperationsverträge schließt oder Arbeitsgemeinschaften gründet? Also diese nachgeordnete Form muss letztlich dem dienen, deswegen ist auch das Why oben wieder, dass man am besten die Ideen, das, was man als Auftrag erkennt, gut umsetzen kann. Nicht um der Struktur willen, neue Strukturen schaffen und dann erwarten, dass dann schon was Neues entsteht. Das ist, glaube ich, die Gefahr, die wir manchmal haben, so nach dem Motto, wir gründen jetzt eine Pfarrei und dann wird alles besser. Und dann ist automatisch schon damit gegeben, dass was Neues entsteht. Das ist es, glaube ich, nicht. Sondern das ist der Rahmen dafür, dass ich innerhalb dessen das Neue auch entwickeln kann. Ja, die Tür der Struktur Rechtsform und dann als letztes die Tür Auftrag und Bild von Kirche vor Ort. Und da kommen wir schon ganz nah wieder an die Frage nach dem Why ran. Das Leitbild für uns an der Stelle wäre, wie kann die Region zu sowas wie einem gemeinsamen Gestaltungs- oder Erprobungsraum für Kirche von morgen werden? Weil wir der Überzeugung sind, dass wir gerade mitten in sehr großen Veränderungsprozessen drin sind, die wir, glaube ich, im Augenblick nur ahnen, was da alles beginnt an Veränderung. Und da könnte die regionale Zusammenarbeit so ein Raum sein, in dem wir uns da auf gemeinsame Versuche einlassen. Wir haben jetzt hier beispielhaft mal aus dem Buch von Uta Pohl-Patalon ein paar Modelle für die zukünftige Gestalt von Kirche rausgenommen. Die Ortsgemeinde, klar, die kennen wir. Und dann das Toblerone-Bild, das steht für das Bild aus der regiolokalen Kirchenentwicklung. Jede Gemeinde ist ganz jedes Stück Schokolade aus dieser Toblerone ist ganz Schokolade, aber es ist nicht die ganze Schokolade. Genauso wie jede Gemeinde natürlich ganz Kirche ist und trotzdem nicht die ganze Kirche ist. Da glauben wir, bei diesem Bild steckt was drin im Blick auf das Selbstverständnis von Kirche und Gemeinde. Und wir sind auch
Und sicher, dass das mit zu den schwierigsten Türen gehört, da gut miteinander ins Gespräch zu kommen, weil wir alle ja unsere Bilder von Kirche mitbringen aus unserer Kindheit, aus unseren bisherigen Erfahrungen. Und da gut miteinander ins Austauschen zu kommen, das wird eine Herausforderung sein. Ich habe vorhin das Stichwort Corona-Spaziergänge gehört. Da habe ich den Eindruck gehabt, dass da viel gelaufen ist vom Austausch, ganz am Anfang von eurem Projekt. Wie wollen wir eigentlich Kirche sein vor Ort? Kirche im Gemeinwesen, da haben wir gehört, es ist euch gelungen, eure Projekte so zu verknüpfen mit der Kommune, dass da gemeinsam ein Mehrwert wahrgenommen wird. Kirchliche Orte, Fresh X, Mutprojekte, auch da seid ihr ein gutes Beispiel dafür, wie diese Mutprojekte gut verknüpft sein können mit einer gesamten Arbeit in der Region. Und da halten wir es für relativ spielentscheidend, immer wieder zu schauen, wo kann das passieren, dass wir uns über den gemeinsamen Auftrag zwischen verschiedenen Kirchengemeinden, zwischen Hauptamtlichen, zwischen Kirchenvorständen, dass man wirklich mal darüber ins Reden und ins Erzählen kommt. Und auch da wieder die Frage, was sind eigentlich die gemeinsamen geistlichen Quellen, aus denen wir da schöpfen? Was tut uns da gut auf diesem Weg und wo erleben wir auch nochmal eine andere Form von Kirche? Und das Letzte ist sowas wie ein kleines Warnschild nochmal. Wir haben manchmal den Eindruck, naja, es kann auch passieren, dass wir jetzt einfach die Region zur neuen Parochie machen und einfach versuchen, alles so weiterzumachen wie bisher, nur ein bisschen größer gedacht. Das kann eine gute Lösung sein, kann aber auch eine Gefahr sein, weil man dann nicht versucht, nochmal wirklich neu drüber nachzudenken. Auftrag und Bild von Kirche vor Ort, ganz eng verknüpft wieder mit der Frage nach dem Why. Wozu wollen wir denn eigentlich da sein als Kirche? Sicher nicht, um Strukturen zu erhalten, die immer schon da waren, sondern um nahe bei den Menschen zu sein, unserem Auftrag als Kirche nahe zu kommen. So würde es im Puck-Dreieck formuliert werden. Ja, die fünf Türen. Nach unserer Überzeugung, durch welche Tür man reingeht, ist überhaupt nicht wesentlich. Das wird sehr unterschiedlich sein, je nachdem, wo Sie gerade unterwegs sind. Und dann beginnt der Prozess im Abschreiten dieser Türen. Und da fand ich, da hat man bei euch sehr schön gehört, wie ihr ganz am Anfang mal schnell in Anführungsstrichen im Blick auf die Struktur und Rechtsform was geklärt habt, damit ihr gut miteinander arbeitsfähig wart. Und dann habt ihr die Tür aber auch wieder sein lassen und habt sehr inhaltlich konzentriert weitergearbeitet, um dann nach einer weiteren Zeit wieder zur Frage nach der Pfarreibildung wieder bei dieser Tür vorbeizukommen. Und das scheint mir wichtig zu sein. Da gibt es, glaube ich, nicht diese Blaupause, dass man sagt, naja, wir fangen da an und marschieren dann einmal im Kreis rum, sondern das gilt es vor Ort genau zu schauen. Was ist bei Ihnen der erste Schritt? Was ist der nächste? Und welche Tür lassen Sie vielleicht auch erstmal ganz bewusst zu, weil das nur viel zu viel Energie braucht? Ihr habt gesagt, ihr wolltet am Anfang nicht sofort eine Pfarrei gründen, weil ihr den Eindruck hatte, das hätte euch bloß ausgebremst. Und da braucht es vor Ort den scharfen Blick und das gute Gespür, welche Tür an welcher Stelle des Prozesses gut dran ist. Zum Prozess selber noch ein paar Beobachtungen von uns in den Prozessen, in denen wir drin sind. Manchmal hilft es schon, sich klarzumachen, durch welche Tür kommen wir denn gerade rein? Ist da die eine zündende Idee, die uns antreibt, oder ist es eher der Landesstellenplan, der uns da auch treibt? Und immer wieder die Frage nach den geistlichen Quellen, aus denen wir leben, und auch die Frage, wo in so einem Prozess könnte das erlebbar werden, dass wir als geistliche Gemeinschaft unterwegs sind? Gibt es da Gottesdienste, die gemeinsam gefeiert werden, damit es eben nicht nur diese dröge Strukturarbeit wird, sondern dass da was erlebbar wird von der Gemeinschaft, die wir sind? Wo ist der Druck da oder wo ist auch Lust und Energie da? Da habe ich bei euch ganz viel gehört von dieser Lust und Energie, sich gemeinsam auf den Weg zu machen. Wie bleiben wir gut fokussiert in so einem Prozess, der manchmal ja durchaus ein paar Monate dauern kann? Wie bleiben wir da dran an dieser Frage nach dem Why? Was können wir erstmal hinten anstellen? Dann natürlich immer wieder wichtig, wer muss an welcher Stelle beteiligt sein? Wie informieren wir die Gemeindeglieder über das, was läuft? Natürlich die Kirchenvorstände, ist klar. Manchmal gibt es einzelne
Kreise, für die diese Veränderungen ganz wichtig sind. Es können sicher nicht immer alle alles mitreden. Das wird so ein Prozess in die ewige Länge ziehen. Deshalb braucht es da die gute Überlegung, wer sollte an welcher Stelle gut beteiligt sein. Und dann aus unserer Perspektive mit was vom Wichtigsten. Wie gelingt gutes gemeinsames Kennenlernen, damit da Vertrauen wachsen kann? Das fand ich, kam gerade in dem Beispiel auch bei euch sehr schön raus zu hören. Naja, wenn da der Pfarrer, der die Geschäftsführung macht, präsent ist und da ist und man mit dem schon was erlebt, dann wird auch diese Idee, wir wollen eine gemeinsame Pfarrei bilden, viel einfacher umzusetzen sein, als wenn ganz am Anfang so ein Schritt steht, wo man sagt, ne, wir kennen uns doch eigentlich noch gar nicht. Wie sollten das gehen, dass wir da jetzt eng zusammenarbeiten? An der Stelle haben wir den Eindruck, ist es schlecht, Zeit zu sparen, sich kennenzulernen und Vertrauen wachsen zu lassen. Das braucht einfach Gelegenheiten und das braucht Zeit.